Marco, bist du ready und hast du Bock? Ja, total. Ready schon, ich bin immer ready. Bin immer ready. Ja, Schieß los. das ist wirklich so ein Ding, wie ich dich kennengelernt habe. Es ist immer, du bist eigentlich immer on fire. Ja, total. Also jetzt nicht in dieser Hyperaktivität, sondern einfach dieses, und das schätze ich wahnsinnig an dir, dieses Machen. Ja? Also da gibt es nicht lange Theorien oder irgendwelche Konzepte und es ist alles durchdacht, aber es ist dieses Momentum des, es passiert was, es kommt in die Umsetzung, ja. Und das hat auch bei dir ganz viel mit dem Thema Umsatz zu tun. Und deswegen freue ich mich total, dass du heute hier bei mir im Podcast bist. Ja, super, vielen Dank. Freue mich auch riesig. Norm, Dankeschön. Marco, erzähl doch ein bisschen was über dich privat. Wer bist du so als Mensch und natürlich auch, was machst du beruflich oder was hast du beruflich gemacht, dass wir so ein bisschen in deine Historie reingehen und so ein bisschen mehr über dich erfahren. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Ja, total gerne. Also privat, ja, Marco Schulz, ich bin 40 Jahre jung, fühle mich manchmal älter, manchmal jünger, ist eigentlich ganz erstaunlich. Grundsätzlich, wie du gesagt hast, ich habe kein ADHS, aber ich bin wirklich wahnsinnig untriebig, bin totaler Familienmensch, also ich ziehe auch meine gesamte Energie für meinen Beruf oder für meine Berufung ziehe ich aus meinem Privatleben. Ich habe eine tolle Frau kennengelernt mit 18, sie war 17. Wir haben geheiratet, sind jetzt seit 2007, also seit 13 Jahren sozusagen glücklich verheiratet Wow, und yes. haben zwei wundervolle Kinder, den Maximilian und den Tim, mit 9 und mit 3 Jahren. Und ja, es ist einfach toll, dieses Ankommen, dieses Nachhausekommen und merke es dann auch, sobald ich nach Hause komme, wirklich Energiestecker an, was ist passiert. Und das gibt mir wahnsinnig viel Kraft, auch ganz, ganz viel Motivation. Ich liebe den Gardasee. Ich versuche so oft wie möglich da runter zu fahren. Habe vor ein paar Jahren einen Bootsführerschein gemacht. Das ist auch wirklich so ganz, ganz wichtig für mich mit der Familie. Wir kommen dort an. Wir können unseren Akku aufladen, als Familie die Zeit genießen, sehr intensiv genießen. Und ja, beruflich, ja, sehr untriebig, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Ich habe sehr, sehr viel erlebt, bin sehr, sehr jung, die Karriereleiter sozusagen hochgeschwommen. Und das Interessante ist, ich habe mit 16 Jahren damals schon gesagt, mit 30 will ich mal Geschäftsführer sein. Und tatsächlich mit 30 war so meine erste große Position, nachdem ich sehr, sehr lange in der Reifenbranche war und wurde da angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, ein Unternehmen auf der grünen Wiese zu gründen. Und das war eine riesen Herausforderung. Also ganz, ganz viele Risiken, die man gesehen hat und Sicherheitsbedenken, was man ja so kennt in der deutschen Gesellschaft, so, oh, was alles schief gehen könnte. Interessant war wirklich das Gespräch mit einer Person, die mich auch wahnsinnig geprägt hat. Das ist meine Oma, die dann auch gesagt hat: Mensch, Burli, du hast viel, viel mehr zu gewinnen und mach das, wir trauen dir das zu. Und habe dann echt angefangen, so völlig blau und naiv auf einer grünen Wiese ein E-Commerce-Unternehmen aufzubauen. Ich kannte die Reifenbranche, hatte aber von Tuten und Blasen keine Ahnung und bin dann mit gesundem Menschenverstand rangegangen und habe mir immer überlegt: Ist das wirklich der Weg, den das Unternehmen gehen muss oder den das Unternehmen gehen soll? Und habe sehr, sehr schnell erkannt, dass eine Positionierung über den Preis nicht funktionieren wird. Also der billigste zu sein ist nie der Anspruch gewesen, sondern tatsächlich das Ganze emotional aufzuladen und über den Service zu positionieren. Also tatsächlich wirklich, deswegen, es war dann eine Reifen- und Service-Plattform. Wir haben Reifen verkauft über das Internet. Der Markt war noch sehr jungfräulich. Es gab aber bereits einen Anbieter mit ja, 80% Marktanteil. Und die Devise des Marktbegleiters oder beziehungsweise des Investors war es dann zu sagen, nee, in 5 Jahren Marktführerschaft, was eigentlich völlig überzogen ist und aus heutiger Sicht eigentlich auch gar nicht erreichbar. Aber das hat mich auch nicht abgeschreckt, sondern ich habe daran geglaubt. Und wir haben es tatsächlich nach 5 Jahren geschafft, dort unter den Top 5 zu landen. Wir waren dort wirklich eine große Nummer mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Engagement, sehr viel Herzblut und kompletter Andersartigkeit. Also wir sind, wie gesagt, nicht auf den Preis gegangen, sondern komplett auf andere Konzepte, auf intelligente Konzepte.
Und das hat sich so durchgezogen durch meinen Lebenslauf. Immer so die Aber wo Denke. kommt das her? Wo kommt das her, Marco? Wo kommt dieses Mindset her? Ich meine, Ja. du musst ja erstmal, also A, den Mut haben. Also klar, nicht jeder hat eine Oma, die dann motivierend dahinter steht, ne? Aber wo kommt dieses Mindset? Bist du so aufgewachsen, Neues auszuprobieren und dieser Ja. Neugier einfach nachzugehen? Total, total. Also für mich war es nie genug zu sagen, wir akzeptieren das, was jetzt heute gegeben ist. Also ich mache ein Beispiel. Ich war ein guter Schwimmer, habe da, glaube ich, auch mal einen Schulrekord gebrochen. Und das war nie der Anspruch, schneller zu sein als der Schnellste, sondern immer wieder einen neuen Rekord aufzustellen. Und ich habe in allen Branchen, in denen ich bis jetzt gearbeitet habe, ist mir eins klar geworden. Die Geschäfte macht der Mensch. Also der Mensch ist nicht ersetzbar. Und gerade wenn du im Vertriebsbereich unterwegs bist, dann ist es tatsächlich so, dass du kaufst ja von Menschen. Also du verkaufst dich als Person und du verkaufst ja nur im zweiten Schritt ein Produkt. Also das ist ja ganz viel Vertrauen, was du da mit reinbringst. Und ich wollte den anderen Weg gehen. Ich wollte nicht der Billigheimer sein. Ich wollte nicht austauschbar sein, sondern ich wollte es tatsächlich schaffen, ein Konstrukt und eine Marke aufzubauen, die nicht ersetzbar ist, die ganz, ganz viele Probleme und Schmerzen und Herausforderungen des Kunden löst. Und dann wirklich über einen zweiten Schritt sozusagen zu sagen, ja, wir haben einen vernünftigen Preis. Also man weiß ja, die Preisschere darf nicht zu weit aufgehen, aber wir positionieren uns nicht über den Preis. Und das war Okay. grundsätzlich. Ich bin immer so ein Stück weit, die Frage zu beantworten, den etwas steinigeren Weg gegangen, habe aber für mich erkannt und da auch ein Muster erkannt, dass das mittel- und langfristig einfach der erfolgreichere ist. Und das ist auch der einen fordert und herausfordert und gerade neue Dinge bewegt. Ja, absolut. Welchen Stellenwert hat das Thema Digitalisierung in deiner beruflichen Laufbahn? Jetzt hast du gesagt, du hast eine E-Commerce-Plattform aufgebaut. Wie verändert sich das Unternehmerdasein, ja, also die Art und Weise, Unternehmen zu führen durch die Digitalisierung für dich. Absolut. Also dadurch, dass ich ja sehr, sehr stark auch im Startup-Bereich unterwegs war und im Startup-Bereich gibt es oft Investoren, Gesellschafter, die sich das ganz genau angucken. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten zu wachsen. Das eine ist tatsächlich aus der Manpower heraus. Also ich mache ein Beispiel, ich stelle einfach mehr Leute ein im Vertrieb, um zu gucken, dass ich dann mehr Umsatz mache. Irgendwann wird das nicht mehr funktionieren, weil der Kuchen wird ja nicht größer. Das heißt, die andere Option, die ich hier habe, ist dann durch intelligente digitale Konzepte dafür zu sorgen, dass ich mit der bestehenden Mannschaft schneller, besser, einfacher und auch kundenfreundlicher, also wirklich sehr, sehr stark in diesen Service orientiert, Prozesse steuere. Also ich mache ein ganz einfaches Beispiel, dass man sich's vorstellen kann. Wir hatten die große Herausforderung damals bei der Kagoma. Wir hatten ein Wachstum jedes Jahr um etliche 100% und konnten das entweder über die Mannschaft abdecken, was uns die Personalkosten komplett zerschossen hätte. Das heißt, das Unternehmen wäre in einen ganz klaren roten Bereich reingerutscht. Oder zu sagen, okay, was können wir denn tun? Beispiel, wir haben eine halbe Million Umsatz gemacht und am nächsten Tag haben uns die Lieferanten 450.000 wieder storniert. Wintersaison, Reifen waren knapp. Dann haben wir uns überlegt, was können wir denn machen? Wir haben insgesamt zu so knapp 20 Millionen Reifen virtuell verfügbar. Der Kunde möchte einen Reifen für einen 7er Golf jetzt als Beispiel. Dann hat der Lieferant A den Reifen nicht, aber vielleicht hat der Lieferant B den Reifen und vielleicht auch zum anderen Preis oder ein anderes Fabrikat, was auch passt. Das heißt, wir haben dort ein Tool entwickelt, was dem Kunden nicht gesagt hat, Ellerletsch, du hast jetzt Pech gehabt, wir stornieren, such dir auf unserer Plattform einen neuen Reifen, sondern wir haben ihm dann sofort einen neuen Vorschlag gemacht. Wir haben gesagt, pass auf, das ist deine Bestellung. Wir haben ein adäquates Produkt, was auch passt, kostet X, kostet Y, klick drauf, bestell. Und das hat uns gerade in dieser heißen Phase in der Saison, hat uns das wirklich, hat uns das Leben gerettet an der Stelle. Ja, zeigt aber auch, wie wichtig es ist, aus dem Unternehmen heraus zu innovieren, ja, also Tools zu entwickeln, Prozesse zu hinterfragen und sich diesen Aufgaben einfach zu stellen. Wie wichtig ist für dich generell das Thema Mitarbeiterführung und das ganze Thema Befähigung der Leute im Unternehmen, so etwas überhaupt? Oder auch den Raum dafür zu haben, ja, die Zeit dafür zu haben, sowas zu machen, also Prozesse und Tools zu entwickeln. Ja, absolut. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Frage. Ich habe meine erste Führungsposition mit 30 gehabt. Das heißt, ich wurde mit 30, also die richtig große Führungsposition Geschäftsführer, Alleingeschäftsführer eines Unternehmens, was im mittleren zweistelligen Millionenbereich, also von der grünen Wiese in einem hohen zweistelligen Bereich. Ich habe meine ersten Führungserfahrungen darin gemacht, wirklich zu sagen, vorzuleben,
Power und ich bin ein sehr powervoller Mensch, habe aber gemerkt, dass ich an meine Grenzen der Führung kam. Ich war vorher jahrelang in einem sehr, sehr großen amerikanischen Unternehmen und da ist einfach eine andere Unternehmenskultur auch geprägt und habe das von der Pike aus nicht gelernt, sondern ich habe mir das mehr oder weniger selber beigebracht. Ich war ein Managementprogramm, habe mal auch viel mitgenommen. Wirklich so das große einschneidende Erlebnis war tatsächlich mit 37. Also es ist noch gar nicht so lange her. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe mir damals auch selber einen Coach genommen, weil ich einfach gemerkt habe, ich komme an meine Grenzen und habe in dieser Coaching-Ausbildung, die ging so ein Dreivierteljahr, für mich festgestellt, dass ich in der Vergangenheit da irgendwie ein bisschen schräg auch unterwegs war und mir ganz, ganz viele Skills auch gefehlt haben. Erzähl mal, da will ich rein, da will ich rein. Was hat dir gefehlt? Was war schräg? Ich war tatsächlich der Meinung, so dieses alte Denke, ich komme ja, wie gesagt, aus dem amerikanischen Konzern, so Zuckerbrot und Peitsche. Und das ist für mich einfach nicht nachhaltig. Und war immer der Meinung, ich weiß die Situation, glaube ich, kennt jeder, du kommst als Geschäftsführer in einen Raum rein, Kunden sitzen, Lieferanten sitzen, irgendwie 10 Leute, alle gucken dich an und du hast das Gefühl, du musst hier den Animateur spielen. Und bist immer so in diesem Forderungsmodus, du musst abliefern, du musst abliefern, du musst abliefern. Und wenn du das von morgens 8 bis abends 18 Uhr machst, das war jetzt so meine zweite große Station. Ich habe am Tag irgendwie 250 Mails bekommen. Ich hatte zwei Assistentinnen, Umsatzverantwortung, 250 Millionen, Deutschland, Frankreich, Polen, Geschäftsführer. Eine richtig große Nummer in einem sehr großen mittelständischen Unternehmen. Und du merkst, du musst permanent abliefern, dann wirst du müde. Das kannst du gar nicht vermeiden. Aber was hat dich, was war die Unternehmenskultur? Was hat dich dazu, also was hat dich so als Geschäftsführer auftreten lassen, das ist ja gewachsen. Du bist ja anders aufgewachsen, du hast ja ein anderes Mindset gehabt. Aber du hattest jetzt oder warst jetzt in der Rolle des Performen-Müssens. Ja, dieses, hey, das ist jetzt, ich muss jetzt auch in gewisser Weise mein Ego herausstellen, um klar zu machen, wer hier der Chef ist. Der Punkt war, glaube ich, tatsächlich wirklich Mindset. Du kommst aus einem Startup, was eine Branche rockt und du bist ein- bis zweimal in der Woche in der Presse und jeder kennt dich. Leute sprechen dich auf der Toilette an, die du noch nie gesehen hast, auf irgendwelchen Messen. Sagen, ich habe sie letzte Woche in der Zeitung gesehen. Und plötzlich gehst du diesen nächsten Schritt aus diesem Schnellboot heraus in ein Unternehmen, was 100 Jahre Tradition hat, einen Riesenladen und bist für den gesamten Change-Prozess verantwortlich mit Mitte 30. Riesenumsatzverantwortung, Riesenladen, der einfach auch langsamer ist, aber auch eine gewisse Sicherheit hat. Also man kann es ja wirklich mit so einem Schnellboot und einem Dampfer vergleichen. Und natürlich bist du mit Mitte 30, du bist der Jüngste. Also da sind gestandene Manager seit 20 Jahren, 25 Jahren und da machst du dir selber auch enormen Druck, dass du abliefern musst. Vor allem, wenn du dann, ich hatte ein ganz einschneidendes Erlebnis mit einem Vertriebsleiter, der war Mitte 30 und der hat mich so an allen Stellen erstmal auflaufen lassen und hat mir dann so durch die Blume auch mitgegeben, dann mal gucken, wie lange sie überhaupt im Unternehmen sind. Und mein Job war es ja sozusagen, einen Change herbeizuführen. Und ich habe dann für mich erkannt, ja Moment, ich muss ja erstmal mein Mindset ändern, bevor ich überhaupt mit dem Unternehmen eine Veränderung herbeiführen kann. Und so die erste große Erfahrung für mich war in diesem Coaching. Also ich habe mir einen Coach besorgt, habe mich coachen lassen, tatsächlich 1,5 Jahre lang. Und die erste große Erkenntnis für mich tatsächlich war, wenn du das Verhalten von einem anderen Menschen nicht verändern willst, sondern wenn du eine Änderung herbeiführen möchtest, dann fang bei dir selber an. Also du kannst nicht ein paar Knöpfchen drücken, das warst du damals vielleicht so die Idee, helfen Sie mir mal, dass der Vertriebsleiter das tut, was ich will. Dann hat mir der Coach erstmal so den Stuhl unter den Füßen weggezogen und auf den Boden und gesagt, nee, stopp, wir müssen erstmal an Ihnen arbeiten. Und wenn Sie Ihr Verhalten verändern, dann wird sich auch beim Gegenüber was verändern. Und das war total interessant zu sehen, diese Konfrontation und der erste Gedanke tatsächlich zu sagen, Mensch, der muss weg, der macht nicht das, was ich will, der handelt nicht im Sinne des Unternehmens, wie wir es neu ausrichten wollen. Aber das wäre zu einfach gewesen, diesen steinigen Weg zu gehen. Und da sind wir wieder so bei dem anderen Thema, was wir vorhin hatten, wirklich zu gucken, okay, wie kann man das ändern und zwar gemeinsam und auf Augenhöhe. Und heute kann ich sagen, ein paar Jahre später, wir sind privat immer noch in Kontakt. Wir schätzen uns sehr. Und es war einer meiner besten Mitarbeiter. Also wir haben gemeinsam ganz, ganz viel bewegt in diesem Unternehmen. Aber es war ein langer Prozess, an dem ich tatsächlich gearbeitet habe und vor allem ich habe an mir gearbeitet. Ja. Und da ist mir ganz, ganz viel klar geworden. Also auch in der Führung und vor allem diesem Punkt, nicht du bist permanent gefordert und abzuliefern, weil du hast einen Stab von 7, 8 Prokuristen, die werden dafür bezahlt, dass die Leistung bringen. Und sich mal in so ein Meeting reinzusetzen und zu sagen, so, was steht heute auf der Agenda, was ist unser Ziel? Allein diese Frage, was ist unser Ziel und woran merken wir, dass wir heute ein gutes, effektives Meeting hatten?
Ja, es ist übrigens auch, das ist auch meine Erfahrung, es ist die größte Challenge, in ein Unternehmen reinzukommen, wo du diese alten Prozesse, alten Technologien, alten Verhaltensweisen, alten Unternehmenskulturen einfach hast, ohne dir jetzt schlecht zu reden. Ja, das hat ja alles dazu geführt, dass dieses Unternehmen auch erfolgreich wurde. Aber dieser Tanker ist halt jetzt echt, muss halt irgendwann in die Werft, ja, um mit dieser Schnelligkeit, mit dieser Agilität, mit dieser Flexibilität der heutigen Zeit, der Digitalisierung einfach auch mithalten zu können. Und wenn du dann in so ein Unternehmen reinkommst und kommst dann her und hast dann auch noch die Fahne von digitaler Transformation oder Change oder was auch immer dabei, dann ist es natürlich schwierig, sich ein Standing zu erarbeiten. Also das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Managementaufgaben, gerade wenn du neu in ein Unternehmen gehst. Ich kenne zum Beispiel viele Entscheider, viele Geschäftsführer auch, die sagen, hey, gib mir mal 3-4 Jahre, bis ich mich hier etabliert habe. Ja, das muss ich mal überlegen. 3-4 Jahre, was alles in 3-4 Jahren passiert, obwohl die einen ganz klaren Auftrag haben. Aber sie kommen einfach gegen dieses Altbewährte nicht an, ja, und müssen dann einfach zusehen, dass sie eigene Wege und Strategien finden, so wie du das ja auch gemacht hast. Mich würde interessieren, vielleicht noch Thema Coaching. Du hast festgestellt, wenn ich was im Außen verändern möchte, ja, muss ich bei mir anfangen. Also der Ursprung ist immer man selbst. Was waren so die 3 wichtigsten Lektionen deines Coachings oder Erkenntnisse, vielleicht besser deines Coachings, die dir geholfen haben, diese alten Wände zu durchbrechen, da durchzugehen? Sorry, ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen, denn ich habe mein VIP-Mentoring-Programm neu aufgelegt. Es heißt, digitalisiere dein Business jetzt. Denn Umsatz kommt von Umsätzen und genau da fehlt vielen die richtige Strategie und ein zuverlässiges System. In meinem VIP-Mentoring lernst du in wöchentlichen Live-Webinaren, wie du als Experte, Berater, Coach, Speaker oder Dienstleister digitale Geschäftsmodelle erfolgreich aufbaust, mit einem monatlichen Umsatz, den du dich gerade noch nicht traust, laut auszusprechen. In den letzten 20 Jahren habe ich mehr als 1000 Klienten dabei geholfen, ihr Unternehmen digital erfolgreich zu skalieren. Ich habe mit den größten Unternehmen in Deutschland gearbeitet, mehrere Unternehmen selbst gegründet und liebe es, als Familienvater mit meiner Lebensgefährtin Katharina und unseren 5 Kindern viel Zeit zu verbringen. Mit der Genius Alliance GmbH habe ich die erste vollständig digital operierende Unternehmensberatung aufgebaut und in dieses Unternehmen ein professionelles Netzwerk mit hochspezialisierten Digitalexperten integriert. Jetzt möchte ich meine Erfahrung direkt an dich weitergeben. Wenn du also mit deinen Umsatzzahlen unzufrieden bist, das Gefühl hast, die Digitalisierung ist bei dir noch nicht angekommen oder du bist erfolgreich und weißt, da geht noch was, dann schau in die Shownotes dieser Podcast-Folge und klicke auf den Link www.genius-alliance.com/VIP-Mentoring. Wir sehen uns, wenn du willst, in meinen Live-Webinaren und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, tatsächlich würde ich anfangen, und zwar man macht im Coaching, fängt man sehr, sehr schnell damit an, so eine Wertearbeit zu machen. Also das ist jetzt nicht in die Richtung, ich laufe da mit dem Räucherstäbchen durch die Gegend, sondern tatsächlich wirklich zu sagen, was ist mir wichtig und was motiviert mich. Und da habe ich für mich erkannt, so die obersten oder die größten Faktoren ist das Thema Sicherheit. Ich bin ein absoluter Sicherheitsmensch. Ich habe 2 Kinder, ich habe eine Familie, ich habe natürlich auch einen entsprechenden Kostenapparat, der bedient werden muss. Das heißt, das auch nochmal wirklich so zu sehen. Und auf der anderen Seite aber auch nochmal die Familie. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass die Familie der zentrale Punkt ist und auch der Akku. Und wenn du zu lange von der Familie weg bist, dann läuft der Akku einfach leer. Und das habe ich erkannt in den 3 Jahren meiner Geschäftsführertätigkeit, dann auch in einem, ja, wie gesagt, in einem großen Unternehmen. Ich war 3 Jahre lang getrennt von der Familie, immer so Wochenendbeziehung, war das 5. Rad am Wagen, habe nicht mehr in das Familienleben so in der Form reingefunden und war auch nicht mehr so der wesentliche Bestandteil. Und habe ich dann sehr, sehr schnell erkannt, dass auch da einfach der Akku leer zieht. Und das ist für mich einfach heute eine Erkenntnis, wo ich darauf achte, in allen Dingen, die ich tue, dass diese Trennung akzeptabel ist. Also das ist für mich einfach ganz, ganz wichtig. Würdest du sagen, ich muss da ganz kurz rein, weil das ist super wichtig, was du gerade sagst. Würdest du sagen, man darf sich heute nicht mehr entscheiden müssen, Karriere oder Familie? Nein, würde ich nicht wieder tun, weil ich absolut der Meinung bin, wenn ein Arbeitgeber, also wenn du dich entfalten willst und gerade in einer Managementposition, hat uns Corona ganz klar gezeigt mit den digitalen Tools, die wir zur Verfügung haben. Yes. Es ist vollkommen wurscht, ob ich am Gardasee sitze, auf dem Boot und die Geschäfte lenke oder ob ich tatsächlich in einem Büro sitze. Also die Effektivität
ist deutlich höher über diese Trennung. Und dieses, man merkt es ja auch gerade im Hotelbereich, dass die Übernachtungen von Businessgästen, die gehen ja zurück. Und die Meetings werden effektiver. Was dabei, glaube ich, wichtig ist, dass man die Spielregeln von solchen Meetings klar aufstellt und ganz klar sagt, was ist wichtig, dass man Emotionen kann ich auch über digitale Tools transportieren und nur die allerwichtigsten Meetings vor Ort halte. Und das ist auch ein Credo einfach, an dem ich mich halte. Das Reisen versucht dort auf ein Nötigstes zu beschränken, sinnvoll, auch ressourcenschonend. Und auf der anderen Seite aber auch ganz klar festgestellt habe in diesem Kontext, das Top-Management muss nicht immer abliefern. Das Top-Management ist dafür da, den Rahmen zu schaffen. Aber in die Meetings reinzugehen und die Leute zu animieren und zu bespaßen und auch noch zu motivieren, das ist nicht Aufgabe des Top-Managements, weil dann stimmt in dem Unterbau was nicht. Sondern jeder sollte selbst motiviert sein. Und die beste, interessanteste Erfahrung, ich habe das dann gleich aus meinem Coaching ausprobiert, war, ich hatte eine E-Mail zwischen einem Geschäftsführerkollegen von mir, einem recht jungen Geschäftsführerkollegen und der IT. Und da gingen irgendwie so 25, 28 Mails gingen hin und her. Ich habe mir dann die oberste Mail sozusagen aus dem Posteingang rausgetippt. Ich habe nicht wirklich verstanden, worum es ging, irgendwelche Berechtigungskonzepte. Und habe gedacht, Mensch, bring die beiden doch mal zusammen und stellen ein paar intelligente Fragen. Und das habe ich dann tatsächlich auch getan. Ich würde behaupten, dass ich heute immer noch so 70% nicht verstehe, worum es in dem Meeting ging. War auch gar nicht erforderlich. Das Interessante war tatsächlich, dass die beiden einen Konsens gefunden haben, mit dem beide leben können. Und ich habe nur eine einzige Frage gestellt und die war, was ist das Ziel, wenn wir heute rausgehen? Also ich wiederhole mich da. Und was ist für beide Seiten ein gemeinsamer oder der bestmöglich gemeinsame Nenner, damit alle Bereiche zufrieden sind? Und was man festgestellt haben, die wollten alle beide das Gleiche, haben aber aneinander vorbeigeschrieben. Und durch dieses Meeting, das hat 5 Minuten gedauert, ich habe eine Frage gestellt, ich bin nicht mal dazu gekommen, meine Tasse Kaffee auszutrinken. Ich bin rausgegangen und habe von beiden E-Mails bekommen, super, und wie schnell ich mich in das Thema eingearbeitet habe, was ich gar nicht habe, sondern ich habe eine intelligente Coaching-Frage gestellt und damit war das Thema vom Tisch. Und das hat mir auch Ist das nicht eine interessante und vor allen Dingen neue Rolle, neue Positionierung im gehobenen Management, also ob jetzt Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Führungskräfte, ist das nicht eine ganz neue Aufgabe, sich als Architekt zu verstehen und Brücken zu bauen? Absolut, absolut. Ja. Das ist genau der Punkt, Norm, was du sagst. Das ist die wichtigste oder eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe. Befähigt die Menschen, und das haben große andere Manager, die wir alle kennen, haben das auch schon gesagt. Ich ziehe mir Leute ins Unternehmen mit Potenzial und die entwickle ich. Und ich denke, gerade diese Architektur, dieses Entwickeln, das macht ja wahnsinnig Spaß, den Leuten den Raum und wirklich die Verantwortung für ihr Handeln zu geben. Und wenn dann Dinge auch mal schief gehen, dann muss man die ganz klar diskutieren und überlegen, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Aber dieses von oben nach unten diktieren ist heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und es wird auch keine Zukunftsberechtigung für irgendwelche Unternehmen aus meiner Sicht geben, sondern die modernen, innovativen und die Unternehmen, die überleben werden, die werden ganz klar in ihrer Führungskultur ganz, ganz viel ändern müssen. Ja. Was mir bei dir auch auffällt, ist, du bist immer bei allem, was du tust, also der Connector, der verbindet, ja. Ich erzähle gleich mal unsere Kennenlerngeschichte, finde ich nämlich auch super. Und aber immer auch, wenn du für ein Unternehmen unterwegs bist, immer auch den Blick auf den Umsatz. Das ist das, was mich deshalb begeistert, weil das auch viel damit zu tun hat, ist das, was wir tun, wofür wir uns engagieren, trägt das tatsächlich zum Wachstum des Unternehmens bei. Ja. Und ein höherer Umsatz bedeutet ja auch, Arbeitsplätze sind sicher, das hat eine gewisse Kontinuität, ne? Also wie schaffst du es, dass, oder was sind vielleicht auch deine Faktoren, die dafür sorgen, dass der Umsatz stetig steigt? Sehr spannende Frage, muss ich kurz drüber nachdenken. Tatsächlich versetze ich mich sehr, sehr stark in die Rolle des Kunden. Mhm. Ich bin ein sehr starker Mensch, der an Prozessen denkt. Mhm. Auf der anderen Seite auch immer überlegt, was motiviert den Kunden? Warum? Und das ist so die Frage, die ich mir jeden Morgen stelle. Warum sollte der Kunde bei mir kaufen? Was motiviert den Kunden? Warum will er bei mir kaufen? Welches Erlebnis? Welche Erwartung? Und dabei habe ich auch ganz klar festgestellt, die Frage kann ich alleine ja gar nicht beantworten, sondern ich muss den Kunden fragen. Mhm. Und bei den Konzepten, die ich in der Vergangenheit entwickelt habe, habe ich immer versucht, sehr agil an das Thema ranzugehen und den Kunden einzubeziehen. Also ich habe mir
immer Kunden gesucht, die eine gewisse Bedeutung hatten, auch eine gewisse Größe und eine gewisse Relevanz. Und habe die ganz klar gefragt, Achtung, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten. Ich habe das und das vor, also auch oft Visionen verkauft. Und gesagt, wollt ihr diesen Weg mit mir gemeinsam gehen? Und was ist euch wichtig? Woran müssen wir arbeiten? Und das ist auch ein Effekt wirklich so aus dem Coaching-Bereich raus, zu sagen, ein Konzept gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln. Also eine größtmögliche Beteiligung und Motivation kann man daraus nicht erzielen. Und das Ganze mit sehr schlanken Prozessen. Genau, lass mich da noch die Verbindung schaffen, weil das ist jetzt sehr schön, dass sich die formale Klammer nämlich jetzt schließt, ja. Aus deiner anfänglichen Geschichte zu sagen, hey, Ego, ich muss performen, ich bin hier verantwortlich, 250 Millionen Umsatz, den wir hier bewegen, bis hin zu, ich schaffe den Perspektivwechsel nur, wenn ich die Ego-Perspektive auch bereit bin zu verlassen. Ja? Also wenn ich dieser Brückenbauer bin, wenn ich dieser Connector bin, dann schafft man es einfach auch, sich in seine Mitarbeiter reinzuversetzen. Wie geht es dem Unternehmen und natürlich auch, wie geht es dem Kunden? Ja, absolut. Bin ich sehr orientiert. Ja, sehr cool. Weil ich es vorhin angedroht habe, unsere Kennenlerngeschichte, total lustig. Denn so wie du dich anfänglich beschrieben hast, ja, was dich in diesem traditionsreichen Unternehmen mit diesen alten Strukturen und so weiter zu dem Manager hat werden lassen, den du dann durch dein Coaching wieder auflösen musstest. Ja. Wir haben uns kennengelernt mit Marlo, dem Drachenbären. Ja, super, super geile Geschichte, weil der Markus Kästler war mit dir zusammen oder ihr beide wart, glaube ich, die Founder dieser Aktion. Genau. Der Markus Kästler macht hier oder hat hier dieses Markenrebell-Intro gemacht, ja, ist also Sprecher und auch ein sehr bekannter, würde ich sagen. Und das war so ein tolles Projekt, weil es so ein Projekt für Kinder war. Ja, aber vielleicht erzählst du einfach nochmal, was ihr da gemacht habt, oder das gibt es ja immer noch. Ja, also das ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wir waren 2014 im Familienurlaub. Der Markus Kästler zählt mittlerweile zu, ich glaube, den bekanntesten Sprechern mit in Deutschland und ist der Mann von meiner Cousine und Familienmensch, also hatte ich ja auch gesagt. Das heißt, wir haben dann beschlossen, wir fahren in den Familienurlaub. Ich gerade jung Vater geworden, Markus und Steffi, also meine Cousine sozusagen auch. Und abends irgendwie bei einer Flasche Wein, ich glaube, es war dann die zweite schon mittlerweile, sagt der Markus, Mensch, ich hätte auch mal Lust, was anderes zu tun, mich kreativ auszutoben. Und ich war gerade mittendrin sozusagen in meiner Reifen-Plattform-Geschichte, habe das Unternehmen gegründet und auch gesagt, Mensch, so ein Tapetenwechsel würde mir auch mal ganz gut tun, was zurückzugeben. Also der Wunsch war tatsächlich, was den Kindern zu hinterlassen, also das für die Kinder zu tun. Und deswegen auch Marlo steckt Maximilian, mein erster Sohn, und Lo sozusagen für Luisa, die Tochter von Markus. Und haben dann gesagt, komm, lass uns doch ein Hörbuch machen. Und aus dieser fixen Idee, wir haben uns, glaube ich, die Rechte dann am nächsten Morgen mit einem, ja, dann wieder nüchternen Kopf sozusagen gleich gesichert, haben uns die Domains gesichert, haben einen Patentanwalt draufgesetzt und haben dann angefangen, wirklich so das erste Hörbuch zu produzieren, das erste Buch zu schreiben. Mittlerweile gibt es auch ein Album. Es gibt einen Radiosender im Hintergrund. Es gab ganz, ganz viele Konzerte. Und das war ein Projekt, wo man was zurückgibt, also wirklich was Sinnstiftendes. Und ich glaube, das treibt ganz, ganz viele Menschen um, zu sagen, wenn man erfolgreich ist, man möchte auch was zurückgeben. Und insbesondere natürlich der eigenen Familie zu widmen. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, man unterstützt Menschen oder gerade Kinder, denen es halt nicht ganz so gut geht, denen es finanziell nicht so gut geht, die vielleicht ein anderes Schicksal haben. Und man gibt da schöne und besondere Momente zurück. Und das war wirklich so dieser Anspruch zu sagen, ich gebe so ein Stück von meinem Erfolg einfach zurück und gucke in diese strahlenden Kinderaugen und auch in die stolzen Augen meines Sohnes. Der hat Lesen mit meinem ersten oder mit unserem ersten Buch gelernt. Also in der zweiten Klasse hat die Lehrerin dann unseren ersten Schinken sozusagen mit, ich glaube, über 120 Seiten hochgehalten. Und da kann man sich, der ist nach Hause gekommen, der hat gestrahlt, Papa, 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 heute haben wir das Buch gelesen und die finden das alles ganz toll. Und dann kamen dann die Freunde und haben mich mit ganz großen Augen irgendwie angeguckt. Und das war ein Moment, den werde ich nie vergessen. Also ein ganz, ganz toller Moment. Ja. Wirklich ganz tief ins Herz rein. Ja. Und was auch toll ist, solche Projekte verbinden einfach. Ja? Also sie haben letztendlich euch beide, Markus und dich, verbunden, jetzt auch uns drei verbunden. Ja. Und der Kontakt ist nie abgerissen. Also das zeigt auch, dass dieses Geben tatsächlich auch eine sehr, sehr nachhaltige Wirkung hat. Ja, absolut. Sehr nice. Marco, wir werden sicher noch eine ganze Menge mehr hier in diesem Podcast über dich erfahren. Du hast noch ein paar mehr Geschichten auf Lager.
Das ist jetzt hier der Cliffhanger auf die nächsten Podcast-Folgen mit dir. Super, ich freue ich hab mich. Nämlich, ich habe nämlich noch so eine Personal Insights-Runde mit dir vor. Ich stelle dir ein paar Fragen. Du versuchst so mit einem Wort, einem Satz kurz zu antworten. Hast ja. du das? Ja, klar, super. Let's go. Frage Nummer eins, die wichtigste Frage natürlich, Elevator Pitch. Wer bist du und was macht dich aus? Ein familienliebender Mensch, der gerne die Extrameile geht, neue innovative Konzepte vorantreibt und sich auch von Bremsern nicht aufhalten lässt. Also ich gehe da meinen Weg und bis jetzt wirklich toi 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 sehr erfolgreich. Ja, sehr cool, das unterschreibe ich sofort. Was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeinen Spleen oder eine Eigenart, die du hast? Ja, tatsächlich. Ich liebe Gartenarbeit, hätte ich nie gedacht. Ich habe früher Rasenmähen, ich habe es gehasst, ich habe mich immer gedrückt. Aber entspannt mich total, wenn ich da irgendwie den Löwenzahn aus dem Garten zupfe und ich mache dann so eine halbe Stunde länger, habe ich keine Lust. Aber das schafft es wirklich, meinen Kopf einfach freizukriegen. Ich glaube, das würde keiner denken, dass ich da im Garten am Boden kühle und da irgendeinen Löwenzahn rausziehe. Ja, sehr cool. Welches war das schönste Kompliment, das dir jemals jemand gemacht hat? Schönste Kompliment. Gar nicht so lange her, Vatertag, mein Sohn mir eine Packung Merci geschickt oder geschenkt und auf jedem Merci war sozusagen ein kurzer Satz, wie toll er mich findet. Also das fand ich echt, da habe ich in Tränen gerührt, weil da so viel Herzblut und so viel Wertschätzung da war und das fand ich einfach großartig. Also wirklich ja. Ganz, ganz tolle Idee. Cool. Das ist übrigens auch das, ich liebe so selbstgebastelte. Also ich will gar nichts, irgendwas, was gekauft ist, sondern so gebastelt ist einfach mega. Ich habe da so eine Schatztruhe, da sammle ich das alles. Ja, ich habe auch eine Kiste unten im Keller und packe ich alles rein. Ja, geht mir auch so. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Auf was könnte ich nicht verzichten? Tatsächlich auf meinen Beruf. Ich war jetzt 3 Wochen gerade im Urlaub und habe mich super erholt, aber habe dann schon gemerkt, so irgendwie nach 3, 4 Tagen werde ich immer umtriebig und überlege mir, was könnte man Neues machen, was könnte man vorantreiben, was könnte man digitalisieren, was könnte man verbessern. Für mich ist das ganz klar so eine Waage. Privatleben, Familie, aber Beruf ist bei mir ganz, ganz wichtig. Also wirklich eine Berufung. Ich arbeite wahnsinnig gern. Mhm. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Für meine Familie, das heißt ganz klar, wenn da irgendwas ist, aber auch für gute Freunde. Also wirklich, wenn, und so bin ich auch bekannt im Freundeskreis, man kann auf mich zählen und wenn man meine Hilfe braucht, ich bin ein sehr hilfsbereiter Mensch, lass mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen ausnutzen, aber ich bin für andere Menschen da. Ich mache das sehr, sehr gerne. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen? Welche Entscheidung? Boah. Da fällt mir ehrlich gesagt, ich würde es anders machen tatsächlich. Ich habe, also sagen wir mal, der größte Misserfolg anfangs war tatsächlich, ich habe ein Haus gebaut oder umgebaut. Nebenbei wurde ich Vater und habe eine Firma gegründet und da habe ich mich übernommen. Das heißt, da hätte ich ganz klar die Prioritäten anders setzen müssen. Mhm. Habe ich erst im zweiten, dritten Schritt, nachdem ich dann tatsächlich den einen oder anderen Euro versenkt habe, habe dann da wieder Struktur reingebracht und dann lief es auch wirklich super und lief auch gut. Ich wäre anders an das Thema rangegangen. Aber wirklich kompletten Entscheidungen, die ich bereue, fällt mir nichts ein. Okay. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre das und was würdest du diese Person fragen? Eine berühmte Persönlichkeit. Oh, schwere, schwere Frage. Wen würde ich gern treffen? Boah, da hast mich jetzt voll erwischt. Fällt mir. Also ich liebe tatsächlich Musik. Mhm. Ich könnte mir vielleicht höchstens aus dem Musikbereich vielleicht noch jemanden vorstellen. Aber ja. Ja, aber jetzt ad hoc, ich muss. Ich bin jetzt gespannt. Ja, ich muss echt nochmal so ein bisschen nachdenken. Wen würde ich gerne. Also, hui, schwer, Norm. Nehmen wir die Musik. Wen würdest du gern treffen? Was würdest du die Person fragen? Ja, also mein erster Gedanke, ich kann es gar nicht erklären, weil irgendwie Michael Jackson, wobei ich gar nicht so großer Michael Jackson-Fan bin. Cool. ich weiß gar nicht, warum irgendwie dieses King of Pop oder so. Ich bin ja nicht festgelegt auf irgendeine Richtung, aber
ist ja auch so ein Stück weit andersartig, spannende Entwicklung und war ja wirklich dann so der Größte, bis dann das Ganze sozusagen dann auch irgendwo ein Stück weit gekippt ist. Aber ich finde es schon wirklich, was mich fasziniert, ist dieser Werdegang aus dieser Kindheit heraus und zu was der Mensch alles fähig ist. Also dieser Perfektionismus auch an der Stelle. Frage, ich würde ihm wahrscheinlich die gleiche Frage stellen, was hätte er heute anders gemacht? Also mit dem Blick auf die Zukunft. Was Besseres fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ein. Ja, aber es ist auch interessant, dieser reflektierende Blick ist ja immer der die meisten Learnings hat. Ja, also dieser Erfolg, glaube ich. Wenn ein Mensch sehr, sehr erfolgreich ist, dann gibt es ja so mehrere Szenarien, zu sagen, man wird größenwahnsinnig und man kippt oder man bleibt sehr bodenständig. Und ich glaube, da aus dieser Kindheit heraus, das ist so dieser psychologische Ansatz, der mich da einfach fasziniert. Warum entwickelt sich so ein Mensch so und was treibt ihn aus der Kindheit an? Und da, glaube ich, ist bei Michael Jackson ganz, ganz viel, was man da rauslesen kann. Sehr gut. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Ich kann nur sagen, weil ich sie nicht vorgestellt habe. Ich wollte ganz, ganz lange Polizist werden. Ich fand irgendwie so eine Uniform und fand es super sexy, damit ein Blaulicht da irgendwie durch die Straßen zu düsen. Das haben die sich gar nicht vorgestellt. Ich glaube, ich sollte eher so Rechtsanwalt werden oder so. So was Bodenständiges und nicht so untriebig, wie ich es die letzten Jahre war. Welche war die beste Entscheidung deiner beruflichen Laufbahn? Die Beste war tatsächlich mit Anfang 30 diesen großen Schritt aus diesem Unternehmen rauszugehen, aus diesem amerikanischen Unternehmen, in dem die Karriere ja sozusagen vorprogrammiert war. Sie war im Managementprogramm und die nächsten Schritte, das ist ja das Interessante, heute ist es ein bisschen anders, aber damals war es tatsächlich sozusagen, jetzt machst du 2 Jahre das, ein Jahr das und dann bist du die Position. Und da ging es gar nicht so um die Fähigkeiten. Und dann zu sagen, ich breche alle Zelte ab und gründe auf einer grünen Wiese ein Startup, wo so gefühlt 99% meiner Freunde gesagt haben, das kann nur in die Hose gehen und das schaffst du nie. War die beste Entscheidung meines Lebens, dieses Muster einfach aufzubrechen und diesen Weg zu gehen, diesen sehr interessanten Weg. Ja, zeigt auch, wie wichtig Umfeld ist, ne? Immer wieder, es kommt immer wieder. Absolut. Absolut. Welches Buch hatte für dich einen großen Mehrwert? Nicht Eigenwerbung, aber tatsächlich das Buch, was ich geschrieben habe, war für mich absolut, ich habe so viel Spaß, glaube ich, hatte ich lange nicht mehr. Ich habe mich da 8 Monate in den Keller eingeschlossen und habe von morgens bis abends geschrieben. Hat vorher noch nie ein Buch geschrieben, das heißt, ich wusste gar nicht, wie es geht, aber das reflektiert auch so ein Stück weit meine Vergangenheit. Ich tue die Dinge einfach und werde dann sozusagen unterwegs, eigne ich mir die Fähigkeiten an. Und das hat super viel Spaß gemacht, weil ich da ganz viele Geschichten aus meiner Kindheit aufarbeiten konnte und ich habe selten so viel gelacht und habe einen Riesenspaß gehabt. Ja, das war jetzt auch nochmal ein ganz wertvoller Impuls. Ich tue die Dinge einfach und lerne auf dem Weg, wie es geht. Ja. Mega, super wichtig. Welche drei Interviewgäste willst du diesem Podcast hier empfehlen? Wen würdest du hier gerne selber mal hören? Tatsächlich sehr, sehr spannende Person, den Moritz Weltkin. Verbindet uns so der Blick auf diese Startup-Welt. Die haben ein Startup gegründet im Automotive-Bereich, also ganz viel mit intelligenter Software und Schadensmanagement. Also das finde ich auch echt super, super spannend, ganz spannende Persönlichkeit. War vorher Handballprofi und jetzt einer der 4 Gründer des Unternehmens. Finde ich super. Wen könnte ich mir noch vorstellen? Gut, den Markus hattest du schon, glaube ich. Also Markus finde ich auch persönlich ganz, ganz spannend. Frage, ja. Die Story wirklich so ich glaube, mit 14 angefangen, erst das Radio aufzunehmen und jetzt sozusagen einer der bekanntesten Sprecher und Station Voice von Antenne Bayern. Finde ich auch eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit. Und ansonsten tatsächlich so aus dem Startup-Bereich. Da fallen mir ganz, ganz viele ein, wo ich jetzt überlege. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich auch noch interessant finde, ist tatsächlich so in die Richtung, was ich als spannendes Umfeld auch betrachte, ist im Immobilienbereich. Einer der CEOs von McMakler. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich hatte das Vergnügen, dort einen der Gründer kennenzulernen, den Benno von Heinsberg. Hatte da ein ganz interessantes Gespräch in Berlin und hat mir da auch erzählt, sozusagen, wie die ersten Beginne des Startups waren. Und auch da das Thema Digitalisierung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Der Immobilienmarkt wird sich komplett verändern. Und da wird es auch nochmal eine ganz, ganz klare Konsolidierung geben. Und ich glaube, da könnte so der ein oder andere Gründer von McMakler könnte sehr, sehr interessant sein. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr super. Sehr, sehr super. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle den Sack zu. Es war ein super cooles Interview, auch noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Ich habe auch wieder ein bisschen mehr über dich erfahren.
Ich würde gerne dir das Schlusswort mit der letzten Frage überlassen. Wenn du so eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das? Tatsächlich das Gleichgewicht herstellen zwischen Beruf und Freizeit. Ich glaube, dass uns da andere Länder deutlich voraus sind. Also ich dieses 9-to-5 oder ich sitze hier meine Zeit ab, halte ich gar nichts davon, sondern tatsächlich, wenn du motiviert bist und wenn du Spaß an Veränderungen hast, und das ist das Schöne in dieser Startup-Welt auch, dann gehst du gerne diese Extrameile und es fühlt sich nicht so an, sondern du kommst hochzufrieden, hast einen längeren Arbeitstag, aber du kannst diese wenige Zeit viel qualitativer mit der Familie auch verbringen, als wenn du wirklich so deine Zeit absitzt und gucken musst, okay, jetzt ist der Kollege ist jetzt um 6 gegangen, jetzt muss ich morgen irgendwie bis 6:30 bleiben. Diese alten Denkmuster und Strukturen einfach aufzubrechen und zu sagen, bewertet die Menschen nach der Leistung und nicht nach dem, wie lange sie die Zeit absitzen. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch, die 4-Stunden-Woche. Yes. Ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist, ein Unternehmen auch wirklich nach dem Minimalprinzip, was Stunden betrifft, zu führen und nicht die Zeit entscheidend ist. Und dieses, ich habe 60 Stunden Wochen, das sagt für mich nicht aus, ob es ein guter Manager ist, sondern würde ich eher hinterfragen, ob er ein gutes Zeit- und Selbstmanagement an den Tag hat. Also, bei mir ist eher so ein Karrierekiller. Ja. Wir sagen 60 Stunden und ich gehe nie vor 9 Uhr abends nach Hause, weil das gibt mir ein anderes Bild von den Menschen. Ja. Ich glaube, da müssen die Denkmuster jetzt aufgebrochen werden. Oh, schön. Marco, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war sehr inspirierend und mir eine große Freude. Ja, vielen Dank für die wertvollen Fragen und hat super, super viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Gerne. Bis bald. Bis bald. Ciao.